Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir in unserer Holzwerkstatt und werden hier mit der Treppe anfangen. Wir haben hier schon die letzten Wochen, habe ich hier die Treppenstufen alle fertig gemacht. Die müssen jetzt noch geölt werden. Könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, dass wir hier alles Schönes gemacht haben. Mal gucken, dass wir das hier ein bisschen ins Licht reinbringen. Wir haben schön den Ofen angemacht, dass es hier schön alles trocknen kann. Ja, finde ich, ist das Licht am besten. Wunderbar, genau. Ja, da muss noch die Pappe untergelegt werden. Das werde ich jetzt mal machen. Und legt euch mal kurz beiseite, dann geht's weiter. Ja, was wir noch vergessen haben, war, dass das noch geschliffen werden muss. Einmal hatten wir einen 100er Schliff jetzt drauf und jetzt brauchen wir noch den 180er Schliff für die Treppenstufen. Da brauche ich ein paar Kopfhörer. Wenn ihr auch welche aufsetzen wollt, macht das bitte. Ganz kurze Sequenz und dann machen wir das im Schnelldurchlauf. Ja? So. Das sieht auch schön aus. Dann nehmen wir uns das nächste Teil. Und weiter geht's. So, ich denke mal, das war's erstmal. So, liebe Freunde, jetzt haben wir das Holz alles durchgeschliffen und jetzt geht's weiter mit dem Öl. Das Öl haben wir wo dort? Jetzt geht's mit dem Hartöl weiter von Kreidezeit. Haben uns eine Schale genommen, ein bisschen Öl reingemacht und jetzt werden die ganzen Eichenstufen alle einmal durchgerollt. Das geht mit der Rolle am schnellsten. Schön kräftig einmassiert. Dann lassen wir das 20 Minuten stehen und wischen alles überschüssige Öl runter. Und dann muss es 24 Stunden trocknen. Das nicht eine herrliche Maserung? Die Treppe eingebaut wird, eingebaut ist, dann gehen wir noch mal mit einem leichten Lappen rüber, getränkt in Öl, wischen noch mal nach, lassen es wieder trocknen und dann sollten wir damit gut sein. Das kann dann noch mal aufgefrischt werden. So, dann wird das zum Trocknen an die Seite gestellt. Ja, das Ganze müssen wir jetzt 18 Mal machen für die Stufen und 18 Mal für die Setzstufen. Damit möchte ich euch nicht belasten. Wir gehen nachher mal rüber und schauen uns die Treppe an. Ja,
im Hintergrund oder jetzt im Vordergrund die Treppe. Die Wangen sind schon ausgestemmt. Und hier kommen nachher die geölten Stufen rein. Und da unten die Toilette. So, jetzt gehen wir mal von der anderen Seite rein. Dann können wir das besser beobachten. Und dann brauchen wir bald diese Hühnerleiter nicht mehr nach oben wandern. Ja, dieses Fachwerk hier ist teilweise schon mit Lehmfarbe gestrichen. Der Untergrund ist Lehmputz. Und hier haben wir ein paar Stellen, weil wir die Lehmsteine aus einem alten Haus rausgerissen haben, sind auch ein paar, die am Schornstein mit dran waren. Und hier ist die Schornsteindurchsottung, schlägt hier langsam wieder durch. Hier müssen wir dann einen Sperranstrich drauf machen. Und dann geht das auch. Ja, hier soll dann die Treppe hochgehen. Schön einmal die Runde rum. Die Stufen habe ich hier schon drin. Die müssen dann noch ausgebaut werden jetzt und zum letzten Schliff und zum Ölen gebracht werden. Und wir hoffen, dass wir am Wochenende alles einbauen können. So viel erstmal heute. Demnächst mehr. Tschüss. Ja. Die Stufen sind alle geölt. Jetzt nach der Einziehzeit, Trocknungszeit des Öls, muss das alles abgewischt werden, damit das überschüssige Öl nicht anfängt zu kleben. Und wie ihr seht hier, das Hartöl hat das Eichenholz so schön angefeuert. Sieht doch fantastisch aus. Das ist aber nur die Rückseite. Jetzt kommt die Vorseite, Oberseite. Stunden trocknen und dann sieht es gut aus. Ja, ich zeige euch mal, was alles schon fertig geworden ist. Dafür muss ich mal den Lappen nehmen. Die gute Kamera, die ich eingeölt werde. Hier sind die ganzen Setzstufen und im Hintergrund die ganzen Trittstufen, alle fertig geölt. Nachdem das dann alles fertig ist, machen wir morgen weiter. Bis dahin. Der Alltag bei Veda Elysia. Wer unseren Blog und unsere Webseite ein bisschen aufmerksam verfolgt hat, wird sich schon Gedanken gemacht haben, die arbeiten ja nur. Ja, wir arbeiten viel, so wie andere Menschen auch. Nur arbeiten wir auch viel an unserem Projekt Veda Elysia und am Haus Lindenquell. Das Haus Lindenquell soll ja das kulturelle Zentrum wieder werden, hier im Ort Wienrode. Soll auch gleichzeitig das kulturelle Zentrum und der Treffpunkt werden für Menschen, die sich uns annähern möchten. Und da haben wir schon mal einen wichtigen Punkt. Viele Menschen möchten uns kennenlernen, möchten mal vorbeischauen.
Und am besten ist das halt, wenn ihr euch zu den Helfertagen, Schaffenstagen anmeldet. Und da kann man wunderbar beim Tun, beim Schaffen miteinander reden, Fragen stellen. Und so, wir können, beantworten wir alles. Und ganz nebenbei entsteht hoffentlich was Schönes. Wir haben hier für jeden Mann und jede Frau was Passendes. Schaut einfach rein, an den Helfertagen wird das so ein bisschen beschrieben auf der Webseite. Bitte nutzt das Anmeldeformular, es ist für uns einfach einfacher, alles zusammen zu organisieren, sodass wir nicht auf jeden einzeln eingehen müssen, weil es kostet einfach unglaublich viel Zeit. Und diese Zeit würden wir gerne nutzen, um hier den Aufbau, beim Aufbau weiterzumachen, dass wir auch bald hier einen schönen Raum haben, wo wir Gäste empfangen können, wo wir Seminare machen können, Kulturveranstaltungen, klein und groß, ein kleines Café reinmachen und viele andere Dinge. Wenn genügend Muße da ist und wir ein gutes Gefühl mit euch haben, dann singen wir euch auch was vor. Ein paar schöne Harzer Lieder, Lieder von der Heimat. Und wenn es noch schöner ist, dann tanzen wir auch mit euch. Essen was gemeinsam, kochen, sobald der Kochofen hier steht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns helft beim Aufbau. Vielleicht habt ihr Interesse, euch uns anzunähern. Vielleicht habt ihr Interesse, selber eine Siedlung, einen Familienlandsitz aufzubauen. Oder aber in eurem Dorf die Kultur wieder zu beleben. So, das darf jetzt mal trocknen. Muss ich noch an die großen Stufen ran, die Treppenwangen, und dann geht es weiter. Bis bald. Guten Morgen, Freunde. Wir sind hier im Haus Lindenquell, obere Etage, und beginnen mit der Treppe im Zusammenbau. Mit dabei der Jonathan und bei den Streicharbeiten ist Öl oben, der Julian und in der anderen Kammer keiner mehr da, ist eigentlich der Sascha. In welche Ecke? Ist gerade keiner da. Gut, hier seht ihr, wo wir gerade die Treppenwangen, die Setzstufen in die Treppenwangen reingestellt haben. Die Herausforderung wird sein, oben nachher die andere Wange oben drauf zu setzen.
Das werden wir jetzt aber nicht filmen können, weil die ganzen Schläge die Kamera beeinträchtigen und das nicht so ist. Wir zeigen euch nachher das Ergebnis. Und die Treppe kommt dann hier in dieses Loch reingestellt. Mal gucken, einmal drehen, da geht's dann rein. Ja, bei uns ist gleich wieder Frühstückspause. Auch wir müssen was essen und dann geht es weiter. Ja, der obere Teil der Treppe ist jetzt zusammengebaut. Wir schrauben hinten noch die Setzstufen an. Da werfen wir mal einen tieferen Blick rein. Da wird jetzt gerade vorgebohrt und noch angezeichnet. Und derweil sehen wir, da hinten ist einer beim Lehmsteine mauern. Das ist der Sascha. Grüße. Grüße. Und der hat hier oben fast alles gemauert, hat Helfer angeleitet und auch den ganzen Putz gemacht. Das sieht richtig gut aus. Wir sind jetzt fast bei den letzten Steinen, die hier gemacht werden. Los. So, Freunde, das ist ein Riesenteil. Da müsste man das Gewicht ausrechnen, ja? So, gut, also wir werden versuchen, euch nicht zu zerquetschen. Die Herausforderung ist, genau, wahrscheinlich müssen wir hier runtergleiten, ja? Ja. So. Da müsst ihr aber schon stark Da müssen wir schon steigen. ganz schön spucken. Ja. Wir werden mal schauen. Wie ist denn das mit Ansonsten haben wir einen Riesenhaufen Schrott. Das heißt. Aber jetzt kommen wir ja noch vorbei, ja? Ja. So, jetzt pass mal hier oben an. So langsam tiefer. Ja. Nicht, dass er klemmt. Wir müssen tiefer. Also hier höher. Gut. Liegt er unten auch schon? Nein. Wann? Jetzt. Ja, jetzt gleich, jetzt. Wunderbar. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Ja, es klemmt aber schon. Hier klemmt es gleich ein bisschen. Hier oben klemmt er. Ja, auch. Also wir könnten das rausnehmen, indem wir das Holz wegnehmen, dann kommen wir tiefer. Gut. Könnt ihr da mal tiefer? Wie wäre es, wenn einer sich hier schon mal draufstellt? Ja, warte mal, ich geh mal so ein bisschen vorsichtig hier drauf, ja? Ja. Mehr auf der. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, auf keinen Fall tiefer. Jetzt wieder hinten, weil jetzt sind wir weiter. Jetzt wieder ran? Ja. Warte, ich mach hier jetzt. Jetzt wieder weiter. Nein. So, werte Freunde, hier unten ein bisschen tiefer. Es geht gut voran mit der Treppe. Es gibt leichte Schwierigkeiten, aber die werden gut überwunden hier. So ist gut, ja. Leute,
So, Achtung. Hallo. Geht's ja. da um? Ja. Guck mal da hinten. Ja. So, wir versuchen hier diese Lücke zu schließen. Ja, weiter. Okay. Gut. Ja, aber das ist in Ordnung. So, hier oben bin ich genau. Ich brauche mal die kleine gelbe Wasserwaage. Also das ist nicht festlich, das ist auf die Rohrwaage knallen, goldene Wasserwaage. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Treppe beinahe fertig ist. Es wird wohl heute an diesem Tag noch nicht fertiggestellt werden. Ja. So, hier muss er noch tief. Guten Morgen. Heute am 23. Nebelungen machen wir mit der Treppe weiter. Leider haben wir ein kleines Problem. Die Treppe, der untere Teil passt nicht rein. Da muss noch was abgesägt werden, weil, ich zeige euch das mal, das Problem, der Teil hier vorne ist schmaler als der Teil hier hinten. Und wir können die Treppe nur von vorne reinschieben. Wir haben es probiert von hinten, aber die Höhe reicht nicht aus. Wir sind folgen Samstag auch noch ein Stück weitergekommen und haben die Wendelung schon fast reingebaut. Fertig. So sieht das hier aus. Und jetzt brauche ich nur noch die Treppenstufen ein wenig kürzen. Ups, ein wenig kürzen und dann wird das zusammengebaut und wird fertig gemacht. In Kürze geht's weiter. Ja, Treppe ist eingebaut. Jetzt heißt es Schuhe ausziehen und Begehung. Ups, da ist noch ein Loch. Das muss noch zu. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nach der Mittagspause mache ich das Loch zu. Und jetzt verdiente Mittagspause. Na dann, Freunde.